الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir wollen insha'Allah ta'ala jetzt im neuen Jahr auch mit einem neuen Propheten beginnen. Und zwar mit dem Propheten Nuh alayhi salam. Wir hatten ja jetzt relativ ausführlich über die Geschichte der Menschheit gesprochen gehabt vor Adam und zur Zeit von Adams und auch über die Nachkommen Adams. Wir hatten über den Propheten Schith alayhi salam gesprochen gehabt und ebenfalls über den Propheten Idris alayhi salam. Und heute insha'Allah ta'ala werden wir über den ersten Propheten nach Adam sprechen, über den sehr ausführlich im Koran gesprochen wird und mit dem wir uns auch über einige Einheiten hinweg insha'Allah ta'ala beschäftigen werden, weil seine Geschichte sehr ausführlich erzählt wird. Und wenn wir uns den Namen Nuh im Koran anschauen, dann sehen wir, dass er, was ich gefunden habe, 45 Mal vorkommt. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich hatte auch andere Zählungen gefunden, schon 42 Mal, aber ich habe 45 Mal gefunden, dass der Name Nuh 45 Mal insgesamt im Koran vorkommt. Über 115 Verse beschäftigen sich mit der Geschichte dieses edlen Propheten. Eine ganze Sura ist nach ihm benannt, und zwar die Sura Nummer 71, Surat Nuh. Wir sehen also, dass Nuh alayhi salam eine gewaltige Stellung im Koran einnimmt. Und dementsprechend sollten wir uns auch mit diesem edlen Propheten etwas näher beschäftigen und etwas näher auseinandersetzen. Wann hat Nuh alayhi salam gelebt? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu arda, er berichtet, dass zwischen Adam alayhi salam und zwischen Nuh alayhi salam insgesamt 10 Generationen gelegen haben. Insgesamt 10 Generationen gelegen haben. Ganz offen, Allahu a'lam, ob das wirklich so stimmt. Weil wir müssen gerade bei diesen Israeliyat, die wir haben, immer etwas aufpassen. Und zwar, solange nicht wirklich authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, dass Nuh alaihi salam in der und jener Zeit gelebt hat, müssen wir das mit Vorsicht genießen. Und gerade wenn es um solche Fragen geht über die Propheten, wissen wir, dass viele der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam hier auch auf die Erlaubnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgegriffen haben, Israeliyat wiederzugeben, zu überliefern. Und wir hatten schon einmal über diesen Begriff Israeliyat gesprochen gehabt. Das waren nochmal was gewesen für Überlieferung? Was waren Israeliyat gewesen? Überlieferung von, also jüdische? Genau, jüdisch, Altes Testament, welche im Umlauf gewesen sind, häufig auch mündlich im Umlauf gewesen sind. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch viele der Gefährten gab, welche jüdischen Ursprung waren, die vom Judentum zum Islam übergetreten sind und dementsprechend sich auch auskannten mit den Geschichten. Und da es diese Erlaubnis gab, von den Leuten der Schrift auch Dinge zu überliefern, ohne es zu bestätigen oder es zu verleugnen, haben dies dementsprechend auch viele getan. Und somit sind auch Geschichten in den Umlauf geraten. Und das meiste, was wir wie gesagt haben, ist dann dementsprechend aus dem Alten Testament, was man auch kritisch betrachten muss, gerade wenn es um zeitliche Angaben geht. Gerade wenn es um zeitliche Angaben geht, weil Allahu a'lam, wie genau diese Angaben wirklich sind. Am Ende lässt es der Koran offen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht nicht darüber. Und deswegen ist es zunächst einmal auch für uns ganz persönlich nicht wirklich wichtig.
Weil wir werden es nie endgültig herausbekommen. Außer es gibt vielleicht irgendwann einmal Funde, durch die man das dann bestimmen kann. Aber selbst dann ist es alles sehr vage. Also man kann es nicht genau sagen, nicht genau datieren. Aber deshalb erzählt uns der Koran auch nicht die Geschichte von Nuh alayhi salam. Weil wie wir es schon öfters gesagt hatten, der Koran ist kein Geschichtsbuch. Sondern der Koran ist ein Buch der Rechtleitung, Kitabu Hidayah. Hudan linnas. Rechtleitung für die Menschen. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, worauf wir uns bei den Geschichten der Propheten im Koran auch konzentrieren sollten. Nuh alayhi salam, er ist aber sicher einer der früheren Propheten. Also man kann ihn chronologisch ungefähr einordnen. Wir wissen, dass Nuh alayhi salam in jedem Fall nach Adam kam und einer der frühen Propheten gewesen ist und auch einer der großen Propheten gewesen ist, der Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam war eindeutig sowohl ein Nabi als auch ein Rasul. Und er war nicht irgendein Rasul, sondern er gehörte zu einer ganz besonderen Gruppe von Rusul, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Und hier noch einmal der Unterschied zwischen einem Nabi und zwischen einem Rasul, damit wir das auch nicht vergessen. Und zwar ein Nabi ist jemand, dem Allah ta'ala eine Offenbarung gegeben hat, aber nicht von ihm verlangt hat, eine bestimmte Botschaft zu verkünden. Oder überhaupt nicht von ihm verlangt hat, diese zu verkünden. Während ein Rasul jemand ist, den Allah gesandt hat mit der Offenbarung und von ihm klar verlangt hat, eine Botschaft zu verkünden. Und der auch eine eigene Scharia bekommen hat. Das heißt, ganz konkrete Gebote für den Alltag, die er dem Menschen verkünden sollte. Und das sehen wir klar und deutlich in der Geschichte von Nuh alayhi salam, wenn wir nämlich auf die auch einzelnen Lebensphasen von Nuh alayhi salam eingehen werden und die einzelnen Phasen in seiner Verkündung der Botschaft, werden wir immer wieder sehen, dass Nuh alayhi salam sich mit einer klaren Botschaft an sein Volk gesandt hat. Und diese Botschaft dann auch verkündet hat. Nuh alayhi salam ist einer der ganz großen Propheten. Einer jener Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran als Ulil Azm bezeichnet. Ulil Azmi minar Rusul. Die Ulil Azm sind diejenigen, die besonders entschlossen waren. Diejenigen, die besonders viel geleistet haben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenigen, die besonders viel gelitten haben und besonders großen Herausforderungen ausgesetzt gewesen waren. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er nennt auch diese Ulil Azm unter den Gesandten in einer Ayah. Und zwar in der Sura Ash-Shura in Vers Nummer 13. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nein, das ist gar nicht Sura, was habe ich hier den falschen Vers rausgesucht? Entschuldigt bitte. Sura Al-Ahzab. Ich sage euch genau, welche Nummer das ist, inshallah ta'ala. Komisch, jetzt habe ich gerade ein bisschen, bin ich gerade durcheinander. Wie lautet nochmal diese Ayah? وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا. Und zwar in Surat Al-Ahzab, Vers Nummer 7, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ. Und gedenke, als wir von den Propheten ihr Versprechen abnahmen, mit ihnen einen Bund eingegangen sind. وَمِنْكَ. Und auch von dir haben wir ein Versprechen abgenommen. Und jetzt werden noch vier weitere Propheten aufgezählt, welche
die sogenannten Ulul Azm unter den Propheten sind. Wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Und auch von dir und von Nuh, Ibrahim, Musa und Isa, dem Sohn Maryams. Wa akhadhna minhum mithaqan ghaliza. Wir nahmen ihnen ein festes Versprechen ab. Allah Ta'ala ernennt also diese fünf Propheten und zeigt auf, dass es sich hierbei um besondere Propheten gehandelt hat. Fünf Propheten von 124.000 Propheten, die Allah Subhanahu wa Ta'ala in besonderer Weise hervorgehoben hat. Es sind die Propheten Nuh als erstes, chronologisch gesehen, Ibrahim, Musa, Isa und unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir noch auf diese Ayah in Surat Ash-Shura zu sprechen, in der Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls bestimmte Propheten hervorhebt. Und zwar genau die Propheten, die wir auch in dieser Ayah haben, neben unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Und jetzt werden die anderen drei Propheten erwähnt, die ebenfalls in der vorherigen Ayah erwähnt wurden. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Und was wir Ibrahim und Musa und Isa anbefahlen. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Den Götzendienern setzt das schwer zu, wozu du sie aufrufst. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah erwählt dazu, wen er will, und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Wir haben also zwei Ayat, in denen Allah Ta'ala jeweils diese fünf Propheten erwähnt. Und nach Ansicht der Gelehrten handelt es sich bei diesen fünf Propheten um diese Ulul Azm unter den Propheten. Interessant ist diese Ayat, die wir gerade auch rezitiert haben, in einer Hinsicht, und zwar, dass Allah Ta'ala uns aufzeigt, dass die Botschaft der Propheten von Adam alaihi salam oder jetzt hier in dieser Ayah von Nuh alaihi salam über Ibrahim und Musa und Isa bis zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer dieselbe Botschaft gewesen ist. Kein Unterschied. Und das werden wir immer wieder sehen. Bei allen Propheten werden wir sehen, es gibt eine zentrale Botschaft. Und zwar die Religion Allahs aufrechtzuerhalten. Dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala allein zuwenden. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat. Die Propheten sind Brüder väterlicherseits. Dinuhum wahid. Ihre Religion ist eine, die Grundlagen des Glaubens. Wa ummahatuhum shatta. Aber ihre Mütter sind unterschiedlich. Also die verschiedenen Gegebenheiten zur jeweiligen Zeit, die haben sich unterschieden. Aber das Fundament aller Propheten ist immer gleich. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Gerade wenn es um die Diskussion beispielsweise mit Christen geht und den Anhängern des Christentums. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in der Da'wah. Weil interessant ist, dass beispielsweise das Judentum und der Islam sich in sehr vielen Dingen gleich sind. Ich sage nicht nur ähneln, sondern wirklich gleich sind. Wenn es um den Tauhid geht und den Glauben an einen Gott, so haben Juden und Muslime fast eine identische Vorstellung von Tauhid, vom Monotheismus. So etwas wie Dreifaltigkeit und Trinität, wie wir sie im Christentum vorfinden, ist den Muslimen in jeder Hinsicht und auch den Juden in jeder Hinsicht fremd. Wie kann es aber sein, dass das Christentum sich auf das Judentum stützt, aber den Juden, und Jesus war ja selbst ein Jude gewesen, Dreifaltigkeit und Trinität Fremdbegriffe sind, die sie so überhaupt nicht gekannt haben? Ja, die Dreifaltigkeit erst Jahrhunderte später ins Christentum eingeführt wurde. Da kann etwas nicht stimmen.
Und genau das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man auch in den Dialog tritt, dass man sich auch nochmal fragt oder auch Dauer macht grundsätzlich, sich diese Frage als Mensch stellt, wie kann das sein, dass sich das Christentum so extrem unterscheidet vom Judentum? Obwohl sogar beide heilige Schriften in einer Schrift sind. Die Bibel ist ja nichts anderes als was? Als ein Buch, in dem sich das Alte und das Neue Testament befindet. Was heißt denn Testament? Was bedeutet denn das Wort Testament? Ansammlung von... Ja, nee, nicht Ansammlung, was ist ein Testament? Wenn jemand stirbt, dann ist das Testament. Genau. Und wie nennt man das auf Arabisch? Dieses Alte Neue Testament. Das erklärt man, was damit gemeint ist. Al-Ahd al-Qadim und Al-Ahd al-Jadid, oder? Man hat Al-Kitab al-Muqaddas, ist die Bibel, die Heilige Schrift. Ja? Und dann hat man Al-Ahd al-Qadim und Al-Ahd al-Jadid. Ein Ahd ist nichts anderes als das, was Allah Ta'ala in der Surat al-Ahzab beschreibt als Mithaq, ein Versprechen, ein Bund. Man geht einen Bund ein. Das heißt, die Propheten sind mit Allah einen Bund eingegangen. Tamam? Sind mit Allah einen Bund eingegangen. Und das Fundament dieses Bundes ist was? Dass man keinen Schirk begehen darf. Dass man Gott, keine andere Gottheit zur Seite stellen darf. Das ist die Quintessenz aller Botschaften von allen Propheten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann das sein, dass das Christentum, was sich ja auch als monotheistische Religion ganz in der Tradition des Judentums sieht, so stark aus der Reihe tanzt? Ebenfalls, was andere Aspekte betrifft. Wenn wir beispielsweise die Frage von Schweinefleischverbot nehmen. Juden essen kein Schweinefleisch. Muslime essen kein Schweinefleisch. Wer tanzt aus der Reihe? Das Christentum. Und da sehen wir, subhanallah, dieser Aspekt, dass alle Propheten mit den gleichen Grundlagen gekommen sind, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Weil es kann nicht sein, dass Allah Ta'ala dem einen Propheten, ja, etwas offenbart in Bezug auf sich selbst und einem anderen Moment etwas anderes in Bezug auf sich selbst offenbart. Was dem diametral gegenübersteht, was dem widerspricht, was das gesamte Konzept auf den Kopf stellt, das funktioniert doch nicht. Warum sollte denn Gott den Juden Schwein verbieten, den Christen wiederum nicht und dann den Muslimen wiederum Schwein verbieten? Das macht keinen Sinn. Weil wenn Schwein dem Menschen schadet, dann schadet es nicht nur dem jüdischen Menschen und nicht nur dem muslimischen Menschen, sondern es schadet auch dem christlichen Menschen oder den Menschen im Allgemeinen. Und daran sehen wir, wie wichtig dieser Aspekt ist, den wir hier haben. Wir befinden uns in einer Reihe von Propheten. Und das, was Nuh alayhi salam seinem Volk verkündet hat, unterscheidet sich nicht von dem, was alle anderen Propheten ebenfalls verkündet haben. Es geht immer um ein und dieselbe Botschaft. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass wenn man die Bibel, also das Alte und das Neue Testament, insbesondere wenn es um die Tora geht, die sich ja auch im Alten Testament befindet, das sind ja die ersten 5 Bücher, Mose, ja, und die Evangelien durchliest. Und zwar mit der Brille eines Muslims und nicht mit der Brille eines Christen. Mit der Brille eines Muslims und nicht mit der Brille eines Christen. Man zu ganz anderen Ergebnissen kommt als ein Christ. Es ist immer eine Frage, mit welcher Prämisse gehst du an die Sache heran, mit welcher Voreinstellung. Wenn deine Voreinstellung der Tauhid ist, wirst du fast nur den Tauhid sehen. Wenn deine Voreinstellung aber die Dreifaltigkeit und die Trinität ist, dann wirst du versuchen, wo könnte ich in irgendeiner Weise einen Hinweis finden, dass es eine Trinität gibt. Und du wirst versuchen, irgendwelche Verse zu finden, die darauf hindeuten. Aber eigentlich deutet alles worauf hin? Es deutet alles darauf hin, dass es nur einen Gott gibt, der in sich eins ist. Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sprich, Allah ist einer. Allah ist ein. Lam yalid wa lam yulid. Er wurde weder geboren noch, ja, hat er selbst sozusagen Kinder geboren. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Noch ist irgendjemand ihm gleich. In irgendeiner Weise. Und das ist ein so wichtiger Punkt, ja, mit dem man sich wirklich als Muslim intensiv beschäftigen sollte. Weil der Koran das immer wieder hervorhebt.
finden andere Ayat, wo Allah Ta'ala dann unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auffordert, aufzuzeigen, dass er keine Neuheit unter den Propheten ist. قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِنَ الرُّسُلِ. Sprich, ich bin keine Erneuerung unter den Gesandten. Ja? Andere Ayat, wo Allah Ta'ala zeigt, dass der Koran nur offenbart wurde, um das zu bestätigen, was vorher war. Jesus gekommen ist, um das zu bestätigen, was vorher war. Mohammed gekommen ist, um das zu bestätigen, was vorher war. Und genauso auch hier, Nuh alayhi salam. Er hat dieselbe Botschaft wie unser geliebter Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, so wie alle anderen Propheten. Nuh alayhi salam, er wird jetzt also zu einem Volk gesandt. Die Gelehrten sagen, das ist der erste Prophet nach dem Propheten Idris. Nach dem Propheten Idris. Und warum wird Nuh alayhi salam überhaupt zu seinem Volk gesandt? Der Grund ist, dass sich unter den Menschen jetzt die schlimmste Sünde überhaupt breit gemacht hat und verbreitet hat. Über die Generationen hinweg. Und zwar die Sünde des Schirk. Die Sünde des Götzenanbetens. Und dementsprechend ist Nuh alayhi salam der Prophet, der wahrscheinlich als erstes zu einem Volk gesandt wurde, was dem Götzendienst verfallen war. Und was angefangen hatte, Götzen anzubeten. Die Frage ist die, wie kam es überhaupt dazu? Ich meine, unabhängig davon, ob es jetzt 10 Generationen waren zwischen Adam und zwischen Nuh alayhi salam, oder ob es mehr waren, ob es tausende von Jahren waren, wir wissen es nicht. Unabhängig davon stellt sich doch eine wichtige Frage. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Menschen angefangen haben, Götzen anzubeten? Kam das plötzlich oder war das ein schleichender Prozess gewesen? Und sowohl der Koran als auch die Sunna unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam klären uns darüber auf. Und zwar finden wir in Surat Nuh eine Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala 5 Götzen des Volkes von Nuh alayhi salam erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat Nuh folgendes. قَالَ نُوحُ رَبِّ Also, ja, وَقَالُوا لَا Also, ich nehme mal die 3 Verse. قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا Nuh sagte, Surat Nuh, ab Vers Nummer 21. Mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sind jemandem gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Also, sie haben nicht auf den Propheten gehört, sondern sie haben auf ihn gehört. Sie haben auf die Anführer des Volkes gehört. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا Und sie haben ungeheure Ränke geschmiedet. Und jetzt kommt dieser wichtige Vers. وَقَالُوا Und sie sagten, also die Leute von dem Volk sagten, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ Verlasst doch nicht eure Götter. Und jetzt kommt nochmal ein Aufruf, wo 5 Götter erwähnt werden, beim Namen. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوث وَيَعُوق وَنَسْرًا Verlasst doch nicht Wadd, noch Suwa', noch Yaguth, Ya'uq und Nasr. Sehr interessant, diese Ayen. Wir haben sie gestern besprochen, als wir über Surat Nuh gesprochen haben, hat sich das überschnitten. Diese Ayen ist sehr interessant, weil sie gibt uns einen Hinweis darauf, wie sich der Polytheismus unter einem Volk anfängt zu verbreiten. Oder wie im Allgemeinen Sünden sich verbreiten in einem Volk. Und zwar nicht auf einmal, plötzlich von einem Tag auf den anderen, sondern das geht über Generationen. Aber wenn es erst einmal beginnt, kann es relativ schnell gehen. Wir werden gleich nochmal auch einige Beispiele nehmen aus unserer heutigen Zeit, inshallah. Aber kommen wir zunächst erst einmal zu der Geschichte.
Und zwar wird überliefert von unserem Propheten, von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa arda, dass er gesagt hat über diese Ayah, dass es sich bei diesen fünf Götzen um Namen von frommen Männern handelt, für die man zunächst erst einmal Denkmäler errichtet hat und der Shaitan dann die Menschen dazu gebracht hat, diese Denkmäler zu verehren und anzubeten. Abdullah ibn Abbas, er sagt Folgendes. Es waren die Namen rechtschaffender Männer aus dem Volk Nuhs. Nach ihrem Tod flüsterte Shaitan ihren Angehörigen ein, Abbildungen dort aufzustellen, wo sie zu sitzen pflegten, und diese mit den Namen der Verstorbenen anzurufen. So bauten sie diese Statuen, welche aber erst angebetet wurden, nachdem sie, die sie hergestellt hatten, verstorben waren und das Wissen von dem Ursprung der Statuen verfälscht war. Das wird überliefert von Bukhari. Also der Shaitan, der hat sich mehrere Generationen Zeit gelassen. Und er hat über die Generation hinweg die Menschen dazu gebracht, diese ursprünglich frommen Männer, die überhaupt keinen Götzendienst kannten, die auch keine Götter gewesen waren, das waren einfach nur vorbildliche Männer, die sehr beliebt waren unter ihrem Volk. Er hat sie dazu gebracht, dann diese Statuen, die für sie errichtet wurden, als Andenken an sie, irgendwann einmal anzubeten. Und Abdullah ibn Abbas, er sagt es ganz klar, nicht auf einmal, sondern erst nachdem diejenigen gestorben waren, welche diese Abbildungen und Götzen errichtet haben. Subhanallah, wir wissen nicht, wie viele Generationen. Wichtig ist, es kommt nicht von einem Moment auf den anderen, sondern der Shaitan, er versucht, die Menschen, ganze Gesellschaften, Schritt für Schritt vom richtigen Weg abzukommen. Und es geht schneller, als man denkt. Und warum werden gerade diese fünf Gottheiten erwähnt? Was ist der Grund? Wir hatten das gestern erwähnt gehabt. Ich glaube, einige waren auch von euch da gewesen. Was ist der Grund, warum gerade diese fünf Namen erwähnt werden? Warum nicht andere Namen? Weil sie zu den Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genau, ganz wichtig. Obwohl, wie wir noch natürlich jetzt in den nächsten Einheiten sehen werden, ja, das Volk von Nuh komplett vernichtet wurde. Die Idee des Schirk, sie ist geblieben. Und die Namen sind geblieben. Und die Araber haben ihre Gottheiten teilweise genau dann, also haben diese Namen einfach übernommen und dann sie ebenfalls angebetet. Aber auch bei den Arabern kam das nicht auf einmal. Sondern wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in mehreren Überlieferungen aufgezeigt hat, war das auch über Generationen gewesen. Und zwar gibt es eine Person, die der Prophet zuhause auch beim Namen erwähnt, welche das eingeführt hat. Weiß jemand, welche Person das ist? Amr ibn Luhay. Das ist ein Mann von den Khuza'a gewesen, er war sehr beliebt gewesen, Anführer. Auf seinen Reisen hat er gesehen, dass andere Völker Götzen anbeten. Die Araber kannten keinen Götzendienst. Sie hatten ja Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Sie hatten halt, wie gesagt, keine Götzen gekannt. Sie waren ja Anhänger des Glaubens Ibrahims, also Hunafa. Das war den Arabern sogar noch in der Zeit des Propheten bekannt gewesen. Sie wussten, sie sind die Nachkommen von Ismail, das wussten sie. Und sie wussten, dass ursprünglich die Kaaba keine Götzen kannte. Aber wahrscheinlich hat sich über die Generationen hinweg der Glaube, ja, wurde nur noch zu einer Tradition. Und da war es nur eine Frage der Zeit, bis man dann irgendwann einmal dann auch bereit gewesen war, Götzen anzubeten. Und als Amr ibn Luhay, ein charismatischer Anführer, dann gesagt hat, ja, wir beten jetzt Götzen an, da haben die Menschen angefangen, Götzen anzubeten. Und somit wurde der Götzendienst eingeführt. Und der Prophet hat gesagt, er wird bestraft für das, was er tut. Er wird bestraft für das, was er tut. Und er hat ihn gesehen, wie er in der Hölle ist. Und seine Eingeweide herausquillen, möge Allah uns davor bewahren. Und daran erkennen wir, der Shaitan, er lässt sich Zeit und er nimmt sich diese Zeit, um ganze Gesellschaften in die Irre zu führen. Ich gebe euch Beispiele aus unserer heutigen Zeit. So etwas wie Zina, war auch in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in Deutschland, etwas, was eher verpönt gewesen war. Familie
stand hier sehr stark im Vordergrund. Es gab Sinner und Sinner wird es immer geben. Gab es in jeder Gesellschaft, gibt es auch in muslimischen Gesellschaften. Aber es ist eher ein Randphänomen. Im Vordergrund steht die Ehe zwischen Mann und Frau, ein traditionelles Familienbild. Schaut mal, in wie wenigen Generationen es bestimmte Gruppen geschafft haben, mit der Hilfe des Shaitan die Menschen dazu zu bringen, Sinne für etwas Normales zu halten und etwas Positives, etwas Gutes. Dass wir heutzutage darüber reden, als wäre es das Normalste auf der Welt und als würde die Ehe völlig anormal sein. Konservativ. Das Schnee von gestern. Wir brauchen andere Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wir müssen das modernisieren. Ehe ist out. Das ist doch das, was gerade diskutiert wird, oder? Überall. Also ich meine, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir ausdenke. Das war nicht immer so gewesen, auch nicht in dieser Gesellschaft. Nehmen wir mal beispielsweise die LGBTQ-Bewegung. Ja? Als Beispiel. Die Vorstellungen, die sie haben, die Werte, die sie vertreten, sind Werte, welche noch vor wenigen Jahrzehnten hier in Deutschland absolut verpönt waren. Das war eine absolute Randmeinung gewesen. Es gab immer diese Menschen, die diese Vorstellungen hatten von dieser Lebensweise, aber es war verpönt gewesen. Man hat das als eine Randerscheinung gesehen. Ja, teilweise hat man das sogar verfolgt im Nationalsozialismus. Aber schaut mal, in wie wenigen Jahren und Jahrzehnten sich das geändert hat. Sodass es mittlerweile zu einem Muss geworden ist. Und dass jeder, der sich dagegen äußert oder das nur kritisch betrachtet, nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Ich habe das mitbekommen mit Abu Treke, ich weiß nicht, die Arabisch können, ja, die ägyptischen Fußballspieler, ich glaube, der spielt in der englischen Liga, ja, der dazu etwas gesagt hat, der wurde ja richtig fertig gemacht von den Medien. Ja, jeder, der auch nur leise Kritik äußert. Ja, mittlerweile muss man ja eine, sage ich mal, selbst ganze Fußballmannschaften tragen, weiß ich nicht, diese Regenbogenflagge als Zeichen. Ja, man wird regelrecht gezwungen, wie zur Zeit vom Volk von Lut, über das wir noch, natürlich auch noch sprechen werden, inshallah. Und da sehen wir, wie der Shaitan, subhanallah, Schritt für Schritt ganze Gesellschaften in die Irre führen kann. Ganze Gesellschaften in die Irre führen kann. In wenigen Generationen. Und deswegen muss man auch so sehr aufpassen. Und deswegen ist es auch die Pflicht eines Muslims, dass er sich nicht duckt, und dass er nicht einfach wegschaut, sondern dass er, wenn er kann, das auch offen kritisiert. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt nicht umsonst, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wer von euch ein Übel sieht, soll es mit seiner Hand verändern. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Ist er dazu nicht imstande, dann mit seiner Zunge. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Und ist er auch dazu nicht imstande, dann zumindest mit seinem Herzen. Und das ist die unterste Stufe, die schwächste Stufe des Glaubens. Die schwächste Stufe des Glaubens. Als Muslim kann ich nicht einfach wegschauen. Sondern als Muslim versuche ich zu verändern. Weil ich weiß, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns ein sehr schönes bildliches Beispiel hierfür gegeben. Und er hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, das Gleiche ist von denjenigen, welche die Grenzen Allahs überschreiten und denen, die sie nicht überschreiten, ist wie das Gleichnis eines Bootes. Die einen sind im Unterdeck, die anderen sind auf dem Oberdeck. Die einen sind im Unterdeck, die anderen sind auf dem Oberdeck. Und diejenigen, die im Unterdeck sind, sie fangen an, Löcher, wie nennt man das unten das vom Schiff, wie nennt man das nochmal? Es hat den Boden des Schiffes, wie nennt man diesen Boden? Hat, glaube ich, eine bestimmte Bezeichnung. Und, Bauch. Was? Ich glaube einfach nur Bauch. Bauch? Schiffsbauch. Okay, Schiffsbauch, gut, okay. Ja, wir sind alle keine Schiffsexperten, merke ich schon. Ja? Keiner von uns hier. Wir sind oft mit dem Schiff unterwegs. Aber gut, ja, also wie gesagt, fang an, in diesem Schiffsbauch oder wie auch immer, ein Loch zu bohren.
Wenn jetzt diejenigen, die auf dem Oberdeck sind, nicht diejenigen abhalten davon, die im Unterdeck sind, was passiert dann? Dann gehen sie alle unter. Und genauso auch, subhanallah, ist es mit uns. Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft. Und wenn wir wegschauen, dann werden wir alle untergehen. Nicht nur die einen, sondern alle werden untergehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich, ich weiß nicht, alles verändern kann, gar keine Frage. Aber ich kann auch nicht einfach wegschauen, weil ich weiß, dass Shaitan, ja, der arbeitet. Und es wird immer diese Auseinandersetzung geben zwischen Gut und Schlecht. Und genauso auch in Bezug auf mich selbst muss ich wissen, der Shaitan, er lässt sich Zeit, um mich in die Irre zu führen. Und er versucht, mich schrittweise heranzuführen an eine Sünde, bis ich dann diese Sünde begehe. Er versucht, mich schrittweise an eine Grenze heranzuführen, bis ich diese Grenze überschreite. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ. Halal ist deutlich und klar. Haram ist deutlich und klar. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Und dazwischen gibt es viele uneindeutige Dinge, die viele Menschen nicht kennen. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Wer von diesen zweifelhaften Angelegenheiten fernbleibt, der ist frei in Bezug auf seine Religion und in Bezug auf seine Ehre. Also er ist geschützt. Er schützt seine Religion und er schützt was? Seine Ehre, seine Würde. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Wer jedoch in diesem Bereich der zweifelhaften Angelegenheiten hineinfällt, der fällt auch in den Bereich des Haram hinein. كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Genauso wie ein Schafshirte, der seine Schafe um einen Bereich weiten lässt, der verboten ist, ein verbotenes Territorium. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِيمُ. Wahrlich, und jeder König hat sein verbotenes Territorium, seine Grenzen. Und wahrlich, das verbotene Territorium Allahs sind seine Verbote, die man nicht überschreiten sollte. Wenn ich Schafe habe, ich habe Schafe, dieses Bild, das wir uns mal vorstellen können, und ich lasse sie weiden, und ich lasse sie weiden an einer Stelle, wo direkt daneben ein Territorium ist, was ich eigentlich nicht betreten darf, verboten. Ich kann noch so sehr auf die Schafe aufpassen. Es kann immer sein, dass ein Schaf was? Diese Grenze überschreitet. Und das ist die Gefahr. Und deswegen, Allah Ta'ala, er verlangt von uns was? Dass wir nicht in die Fußstapfen des Shaitans treten. Dass wir erst gar nicht diesen Grenzen nahe kommen. Dass wir aufpassen. Weil der Shaitan, er versucht uns Schritt für Schritt von diesem Weg abzuhalten. Wallahi, man sieht das immer wieder. Man sieht das immer wieder bei so vielen Menschen, bei einem selbst auch. Aber bei so vielen Menschen, die fangen erstmal mit Kleinigkeiten an. Ja, irgendwie Kleinsünden. Und dann aus diesen kleinen Sünden werden irgendwann mal etwas größere Sünden. Irgendwann mal stellen sie diese größeren Sünden öffentlich. Irgendwann mal stehen sie zu diesen Sünden. Ja? Und irgendwann einmal fangen sie an, dann auch praktizierende Leute zu kritisieren. Ja, was sind das für Leute? Was ist das für eine Religion? Und irgendwann einmal werden sie zu Gegnern des Islam. Es gibt viele dieser Leute, subhanallah. Ich habe selbst Leute erlebt, die diesen Werdegang durchgemacht haben. Es kommt Schritt für Schritt, nicht auf einmal. Du wirst dich auf einmal zum Käfer, wenn du vorher gebetet hast. Aber es kann Schritt für Schritt passieren. Das muss man aufpassen. Sich in Acht nehmen vor dem Fußstapfen des Shaitans. Ja, ayyuha alladhina amaru, la tattabi'u khutuwati shaitan. Oh, die ihr glaubt. Ja? Folgt nicht dem Fußstapfen des Shaitans. Achtet darauf. Kommt dem Zina nicht nahe. Kommt den Grenzen Allahs nicht nahe. Weil wenn ich das tue, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich dann schwach werde. Nuh alayhi salam, er wurde also zu diesem Volk gesandt, welches angefangen hat, Götzen anzubeten. Und Allah Ta'ala, er erwähnt extra diese fünf Götzen, welche auch die Araber kannten, um ihnen aufzuzeigen, das, was dem Volk von Nuh geschehen ist, ist euch ebenfalls geschehen. Und das zeigt nochmal, der Koran will, dass wir Parallelen ziehen aus den Geschichten. Lehren ziehen.
Und wir hatten schon einmal erwähnt gehabt in einem Unterricht in dieser Reihe und hatten gesagt gehabt, Allah Ta'ala, er spricht über eine Ibra, dass in ihren Geschichten Ibra sind. Was war nochmal eine Ibra? Ja, aber was hatten wir nochmal gesagt, was ist die ursprüngliche Bedeutung, woher kommt das? Überbrücken. Überbrücken. Ich schlage eine Brücke. Ich schlage eine Brücke von der damaligen Zeit zur heutigen Zeit. Subhanallah. Weil es gefährlich ist. Sehr gefährlich ist. Und Nuh alayhi salam, er wurde jetzt also zu diesem Volk geschickt, was angefangen hat, Götzen anzubeten. Etwas, was so die Menschen eigentlich vorher nie getan haben. Und das zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, entgegen der heutigen Wissenschaft gehen wir als Muslime nicht davon aus, dass die Menschen ursprünglich Mushrikun sind, Götzenanbeter und an viele Gottheiten geglaubt haben, sondern genau im Gegenteil. Wir als Muslime gehen davon aus, dass die Menschen ursprünglich Muwahhidun sind. Dass die Menschen ursprünglich Muwahhidun sind. Also dass die Menschen ursprünglich nur einen Gott angebetet haben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber man kennt doch viele auch Naturvölker etc., die, weiß ich nicht, an Naturkräfte glauben, an unterschiedliche Dinge. Ja, das mag sein. Das heißt ja nicht, dass sie nicht ursprünglich trotzdem an den Tawhid glaubt haben. Ja, aber die Geschichte zeigt uns die ganzen Götzen etc., ja, dass die Menschen doch in der Geschichte immer wieder an Götter geglaubt haben. Ja, aber ein Muwahhid, das heißt ein Monotheist, der hat keine Abbildung von seinem Gott. Das heißt, die Geschichte wird uns davon nichts erzählen. Wenn es nicht irgendwo geschrieben ist, wird die Geschichte uns davon nichts erzählen. Warum? Weil ein Muslim würde niemals ein Abbild von Gott als Götze aufstellen. Und dementsprechend, anhand von irgendwelchen archäologischen Funden, werde ich nicht herausbekommen können, ja, welchen Gott ein Muwahhid angebetet hat, weil er nämlich kein Abbild von seinem Gott hat. Und dementsprechend, wir als Muslime, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, es ist einfach nur einfach damit, es ist unsere Akide, wir glauben das. Dass die Menschen, das bricht uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das bricht uns der Koran, die Menschen in ihrem Ursprung glauben an einen Gott. Und die Shayatin kommen dann und versuchen die Menschen davon abzubringen. Und nicht umgekehrt. Und nicht umgekehrt. Und das ist eigentlich in der Fitra eines jeden Menschen. In der Fitra eines jeden Menschen ist, dass er sich an einen Gott wendet. Wenn du in einer Notsituation bist, selbst wenn du 1000 Götter haben solltest, ja, in diesem Moment wendest du dich an einen Gott. Und das ist auch das Dilemma, was wir dann in, sage ich mal, ursprünglich monotheistischen Religionen vorfinden, wie im Christentum. Ja, wenn man nicht weiß, ja, wie soll ich mich jetzt eigentlich Gott zuwenden? Sage ich, oh Jesus? Oder sage ich, oh mein Herr? Oder bitte ich die Dreifaltigkeit an sich? Das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, was wir teilweise auch finden, weil du findest das sehr unterschiedlich. Also wenn du einen Christen fragst, als Beispiel, ohne jetzt unseren christlichen Mitbürgern zu nahe zu treten, das ist einfach nur jetzt eine Tatsache, die wir auch wirklich finden. Also wenn du Leute fragst, Christen, die wirklich glauben, ja, ja, wen betest du eigentlich an? Dann wirst du unterschiedliche Antworten bekommen. Manche werden dir sagen, ich bete Jesus an, manche werden sagen, ich bete Gott an, ja, weil es einfach nicht eindeutig ist. Es ist schwierig zu fassen, weil am Ende wendest du dich als Mensch einem Gott zu. Das ist deine Fitra. Das ist das, womit dich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Nuh alayhi salam, er wird jetzt zu diesem Volk gesandt. Nuh alayhi salam hat nicht wirklich Vorbilder, auf die er sich stützen kann. Vielleicht Idris alayhi salam, aber er ist wahrscheinlich der erste Prophet, der zu einem Volk gesandt wurde, welches Götzen anbetet. Nicht nur moralische Verfehlungen, sondern wirklich die vom Tawhid abgekommen sind. Und er steht jetzt vor dieser gewaltigen Aufgabe, ohne ein Vorbild zu haben, wie beispielsweise unser Prophet oder die Propheten vor unserem Propheten, die alle Vorbilder hatten. Er steht jetzt vor der gewaltigen Aufgabe, wie schaffe ich es, mein Volk zurückzuführen zum Tawhid? Keine einfache Angelegenheit. Eine gewaltige Aufgabe. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns jetzt auf, dass Nuh alayhi salam eine klare Anweisung bekommen hat. Und zwar,
Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk, waren an seinem Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Klare Anordnung. Wir werden sehen, insha'Allah ta'ala, dann auch nächste Woche, das werden wir heute nicht mehr schaffen, wie Nuh alayhi salam dieses göttliche Gebot eins zu eins umgesetzt hat. Und wie geduldig er darin gewesen ist. Und dass er nicht aufgegeben hat, bis zum letzten Moment. Sodass Allah ta'ala uns berichtet, dass er ganze 950 Jahre sich mit seinem Volk aufgehalten hat und mit ihm Dawa gemacht hat. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا. Und wir sandten bereits Nuh zu seinem Volk. Er verweilte unter ihnen 1000 Jahre, weniger 50 Jahre. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Der ergriff sie die Überschwemmung, während sie Unrecht hatten. Geduld, Sabr. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche, gucken wir vielleicht die Woche darauf, nochmal eingehen auf diese Frage, 950 Jahre, wie geht das, was sagen eigentlich die Gelehrten diesbezüglich, ja, das werden wir noch inshallah dann nächste Woche nochmal besprechen. Da gibt es einige interessante Herangehensweisen. Aber grundsätzlich erst einmal, als Muslim, wenn etwas im Koran steht, akzeptiere ich das. Auch wenn ich es vielleicht jetzt wissenschaftlich nicht nachprüfen kann. Aber die Worte Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich reichen mir aus. Aber trotzdem, es gibt einige Erklärungsversuche für diese 950 Jahre, auf die wir nächstes Mal inshallah eingehen werden, damit wir einfach nur das einfach mal aufgezeigt haben, dass man sich auch darüber Gedanken gemacht hat, ob es nicht auch etwas anderes gemeint sein könnte mit diesen 950 Jahren. Aber wie gesagt, die Jumhur ul-Ulama, die Jumhur ul-Mufassirin, das heißt die absolute Mehrheit der Gelehrten, ist der Ansicht, dass es sich wirklich um 950 Jahre gehandelt hat. Was natürlich für Allah nicht unmöglich ist. Was natürlich für Allah subhanahu wa ta'ala in keiner Weise unmöglich ist. Aber was lernen wir daraus, unabhängig davon? Wir lernen daraus, dass Nuh alayhi salam unglaublich geduldig gewesen ist in der Dawa, nicht aufgegeben hat. Und unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er hat bei seiner zweiten Offenbarung genau auch dieses Gebot erhalten. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Und sei geduldig gegenüber deinem Herrn. Dieser Weg ist steinig. Er ist nicht einfach. Und ich brauche diese Eigenschaft auf diesem Weg als Da'iye, der versucht, die Menschen zu Allah einzuladen, nämlich die Eigenschaft der Geduld. Immer wieder finden wir das. Die Geduld und nochmals die Geduld. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Wahrlich, der Mensch befindet sich im Verlust. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Außer denjenigen, die glauben. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Und rechtschaffene Werke verrichten. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Und sich gegenseitig zur Wahrheit ermahnen. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Und sich gegenseitig zur Geduld ermahnen. Das ist das Fundament, was wir brauchen. Und immer dann, wenn es mir schlecht geht, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht weiter oder ich bin erschöpft, wenn ich auch vielleicht in der Moschee aktiv bin oder in einem bestimmten, in der Dawa aktiv bin oder grundsätzlich auch, wenn ich mit der Ausübung der Religion, wo ich das Gefühl habe, es sind so viele Herausforderungen. Es ist nicht einfach, als Muslim die Religion zu praktizieren in dieser Welt, weil vieles einfach genau das Gegenteil tut von dem, was ich eigentlich für richtig halte. Sollte ich mich immer wieder daran erinnern, dass ich Geduld brauche auf diesem Weg. Und dass die Geduld die wichtigste Eigenschaft ist, um standhaft zu bleiben auf der Religion und zu Allah subhanahu wa ta'ala als Muslim zurückzukehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Geduld geben. Amin ya Rabbil Alamin. Bis hierhin, insha'Allah ta'ala, heute, nächste Woche werden wir dann beginnen mit Nuh alayhi salam, wie er dann angefangen hat, die Botschaft zu verkünden. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.